Drei Fakten, die du bestimmt noch nicht über Bremen wusstest. Die Roland-Statue hast du bestimmt schon mal gesehen, aber wusstest du auch, dass er die Schuhgröße 92 trägt? Sind dir diese Türen in Bremen schon mal aufgefallen? Unten haben einst die Eigentümer gewohnt und haben die obere Etage an Familien vermietet. Mit einer Leiter hatten sie somit ihren eigenen Eingang. Was ist typisch für Bremen? Natürlich der Rollo. Der wurde übrigens 1981 hier in der Hansestadt erfunden. Und deshalb gibt es ihn auch nur hier.